Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dikoma. In der letzten Folge, wie ihr sehen könnt, haben wir es geschafft, in die Cafeteria zu gelangen, ohne dass Mrs. Song uns abschlachtet. Und siehe da, wen haben wir da? Dieses komische Mädchen, was wir ganz am Anfang in der ersten Folge gesehen haben. Und die werden wir jetzt sowas von ausquetschen. Was macht die mitten in der Nacht hier? Jesol? Hey, du bist es. Erinnerst du dich an mich? Du bist immer noch am Leben. Interessant. Gerade so. Mrs. Song hat mich gerade mit einem verdammten Teppichmesser angegriffen. Sie hat versucht, mich umzubringen. Wir müssen hier weg. Was machst du überhaupt hier? Hoi, bitte, 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 sag mir, du bleibst bei mir. Muss ich immer noch alleine rumlaufen durch diese gruselige, dunkle Schule? Beruhig dich. Panik wird dich nur umbringen. Außer das ist es, was du möchtest. Wie zur Hölle soll ich ruhig bleiben? Hast du nur ein Wort davon gehört, was ich gerade gesagt habe? Sprich leiser oder halt den Mund. Ich fange an zu glauben, dass du willst, dass der Killer uns tatsächlich findet. Killer? Okay, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Ich meine, Mrs. Song scheint ein bisschen durch den Wind zu sein, aber wer ist das nicht während der Abschlussprüfung? Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich durch den Wind bin, gehe ich jetzt nicht gerade mit einem Teppichmesser auf andere Menschen los. Die Gefahr ist real, ich werde nicht weiter Zeit damit verschwenden, dich zu überzeugen. Deine Mrs. Song ist eventuell für das Gemetzel verantwortlich, das ich in der ganzen Schule gesehen habe. Du bist aus einem Grund hier und deswegen... Oh, was? Alles, was an diesem dunklen Ort passiert, ist mit der wahren Welt verbunden. Oder, ach nee, Wachen, okay. Mit der wachen Welt verbunden. Etwas hat dich hierher gebracht. Wenn du gehen möchtest, musst du herausfinden, was es ist. Suche nach deinem Schlüssel, um die Tür zu öffnen und... Dunkler Ort? Schlüssel? Hast du dir mal selber zugehört? Du willst mich doch verarschen. Du hast gesagt, der Killer sieht aus wie deine Lehrerin. Warum sie? Das solltest du herausfinden, wenn du nicht im Grab enden möchtest. Was meinst du damit, sieht aus wie sie? Ich sollte Mrs. Song nach der Schule treffen, bin aber während der Examina eingeschlafen. Sie verfolgt mich, seit ich aufgewacht bin. Dieses Ding ist nicht Mrs. Song. Vielleicht bringt ein Ort, der mit deiner Lehrerin in Verbindung steht, Licht ins Dunkle. Warum untersuchst du nicht ihren Schreibtisch? Ihr Tisch ist im Lehrerzimmer. Das ist drüben im Hauptgebäude und das Tor ist fest verschlossen. Wonach sollte ich überhaupt suchen? Ich bin dir bereits voraus. Ich habe diese Notiz gefunden, auf der steht, dass ein Schüler aus der 1a den Torschlüssel in den Klassenraum mitgenommen hat. Auf der Notiz steht auch der Passcode für die Tür. Was ist mit dir? Die Cafeteria ist nicht unbedingt der sicherste Ort, um zu entspannen. Warte, warum zur Hölle kennst du dich überhaupt hier aus? Ich habe meine eigenen Angelegenheiten zu klären. Geh einfach zur Klasse 1a und such nach diesem Schlüssel. Wir sehen uns, Yang Ho. Ja, sicher. Vorausgesetzt, keiner von uns wird erstochen. Oh nein. Okay. Ich muss zur 1a. Ich muss zur 1a. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe gedacht, dieser Raum ist sicher. Was tun wir? Wir speichern. Okay. Wo komme ich hin, wenn ich... Aha. Okay. Also es hält also nicht ewig an, oder? Nein, es hält nicht ewig an. Okay. Naja. Haben wir das Geld umsonst ausgegeben. Oh, nee. Und warum kommt die Ische jetzt nicht mit? Hört ihr das? Ganz unangenehmes Geräusch.
zurück in diesem Albtraum. Ich kann nicht glauben, dass Yesu mich tatsächlich überredet hat, zurückklasse. Warum sollte ich überhaupt irgendetwas davon glauben, was sie sagt? Leute, ich möchte... Ich höre sie. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Muss ich zwei runter? Ich muss zwei runter. Und dann musste ich zu 1A, ne? 1A, 1A, 1A. Komm, schnell, schnell, schnell. Bin ich zu weit gelaufen? Okay, shit. Da komme ich nicht rein, ne? Ich komme da nicht rein. Ja. Das ist ja immer noch der... Ja. Das finde ich sehr irritierend, dass die Klassenzimmer zwei Türen haben. Ah. Unverschlossen. Sehr schön. Hallo. Oh mein Gott. Was ist denn hier los, Mensch? Eine Wasserflasche. Eine Münze. Eine Notiz. Elite-Klassen. Anders als andere Schüler wählt die Shevahai ihre Elite-Studenten aus und steckt sie in ausgewählte Klassen in jeder Stufe. Die Verwaltung erhofft sich dadurch einen Synergieeffekt und eine kompetitive Atmosphäre. So schwere Wörter mit so wenig Schlaf. Vielen Dank auch, liebes Spiel. Es hat sich als ein effizientes System für akademische Ergebnisse erwiesen. Allerdings beschweren sich immer wieder irrationale Eltern und Schüler, die es nicht schaffen. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich das jetzt nehme, dann kommt die hier ins Zimmer rein. Schüsse fürs Hauptgebäude. Hier ist der Schlüssel für das Hauptgebäude. Ich sollte jetzt in das Lehrerzimmer kommen können. Wird mir das wirklich helfen, zu verstehen, was zur Hölle hier los ist? So, ich gucke jetzt erstmal. Also, jetzt muss ich wieder zurück zur Cafeteria. Okay, ich muss zurück zur Cafeteria. Ich bin jetzt im ersten. Ich muss zwei nach oben. Zwei nach oben. Zwei nach oben. Ich muss aber trotzdem erstmal, muss ich speichern. Es tut mir leid, aber das sind ja nur ein paar Sekunden immer vor euch. Ich mach das Licht aus. Ich glaube... Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die wird mir gleich entgegenkommen. Seyo? Ju, du bist hier. Heilige Scheiße, Mann. Alles okay? Wir müssen hier rauskommen. Dieser Ort ist verrückt. Hey, 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 atme tief durch, Bro. Du solltest mal deine Augen sehen. Okay, warum fühlt es sich so an, als ob ich der Einzige bin, der hier ausrastet? Mrs. Song hat mich mit einem Teppichmesser verfolgt. Einem Teppichmesser, getränkt im Blut. Boah, bist du verrückt? Jagt mir keine Angst ein, Bro. Du bist der Liebling der Lehrerin. Warum sollte ausgerechnet sie versuchen, dich zu töten? Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß, vertrau mir einfach, Mann. Ich weiß, dass es keinen Sinn ergibt. Aber es ist passiert. Wenn du sie siehst oder etwas, das aussieht wie sie, renn einfach. Warum stehst du ja eigentlich herum? Woher will er eigentlich jetzt wissen, dass es überhaupt sein Kumpel ist und nicht dieses böse Monster? Schau, wenn es stimmt, was du sagst, sollten wir einen Schulofficier finden,
Die haben die Schlüssel zu allen Schultüren inklusive dem Haupteingang. Wie viel willst du darauf wetten, dass sie zu uns kommen, wenn wir die CCTV ausschalten? Hey, sicher, gib mir dein Handy, Mann. Ich rufe die Polizei. Oh, verdammt, danke fürs Erinnern, Dude. Ich vergesse mein Handy immer oben. Warte, Bro. Ich komme wieder. Ernsthaft? Wir sollten zusammenbleiben. Übrigens ist deine Schwarzenegger-Imitation unterirdisch. Verdammt, er ist schon weg. Erwartet er wirklich, dass ich hier herumsitze und auf ihn warte? Oh Mann. So, ich bin jetzt im ersten. Ich muss zwei hoch. Zwei hoch. Sie wird mir entgegenkommen. Sie wird mir so hart entgegenkommen, Leute. Ach, kann ich jetzt nicht hier. War das nicht hier, dass ich das lesen konnte? Und dann kam sie doch. La la la. Das kennen wir. Ich glaube, das war oben, ne, wo sie gerade ist, ne, bei der Cafeteria, ja. Okay. Das wollen wir jetzt nicht machen. Nein, das wollen wir jetzt nicht. Zwei nach oben, ne? Zwei nach oben. Einmal reicht aber. Sie schildert da ihre Base. Leute, sie schildert ihre Base. Ich kann es nicht fassen. Ich habe den Schlüssel gefunden und bin auch Seo begegnet. Ich habe versucht, ihn mitzubringen, aber er ist einfach verschwunden. Seo, wer ist das? Oh, Seo ist mein Mitschüler. Fett, mit Brille, ein bisschen nerdy. Dein Kumpel hängt ja also zufällig auch rum? Interessant. Du bist aus der 1E, richtig? Ja, das ist mein Klassenzimmer und der Ort, an dem dieser ganze Traum begann. Toll, du denkst immer noch, das alles sei ein Traum. Warum öffnest du nicht die Tür und findest es heraus? Also, bist du beschäftigt? Lass uns zusammengehen. Sei nicht so ein Weichei, Yang Ho. Ich habe größere Probleme, um die ich mich kümmern muss. Ach komm schon, was haben denn alle heute? Das ist nicht euer Ernst. Ihr könnt doch mich nicht alle hier immer alleine lassen. Lockout. Sie streckte mir ihre Hand entgegen, als würde sie etwas von mir wollen. In diesem Moment wurde ich plötzlich zurückgerissen und wachte auf. Ich hatte die ganze Nacht in der Schule geschlafen. Es war ein seltsamer Traum, aber ich wollte ihn unbedingt erneut erleben, wenn auch nur, um sie noch einmal zu sehen. Ich verstehe nicht, warum die so entspannt ist, die Frau. Tausendfünfhundert. Okay, ich glaube, nur der Schokoriegel. Der Schokoriegel. Nein. Ich möchte gerne laufen. So. Okay, ich muss höchstwahrscheinlich da durch. Noch eine Notiz. Magie. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Sie nutzte Telekinese, spielerisch, wie eine Zauberin. Bücher, Stifte, Radierer. Sie schwebte in einem Kreis über ihren Kopf. Spätestens ab dem Moment war ich wie gebannt. Ah, hier ist dieses Gepiepe macht mich wahnsinnig. Okay, wir gehen hier. Ich lasse das Licht aus. Gott, ich meine, was kann ich sonst tun? Vielleicht kann ich mir einen Schlüssel vom Schuloffiziere leihen. Mrs. Song ist kein Killer, aber sie wirkte nicht menschlich. Was, wenn Jesol recht hat? Ich mache mich besser auf den Weg.
Du hast die Tür aufgesperrt. Der Schlüssel wurde aus deiner Tasche entfernt. Okay. Karte wechseln. Okay, ich kann die Karte noch nicht wechseln. Hauptgebäude. Ich kenne mich in diesem Gebäude nicht wirklich aus. Ich sollte auf die Karte schauen. Okay. Irgendwas mit Gift? Und die kommt von oben? Und kratzen? Jetzt geht's los, Leute. Habe ich auf die Karte geguckt? Ja. Okay, ich muss ein runter. Nee. Doch. Ich glaube, ich muss einen runter. Ich muss mal gucken. Aber ich glaube, ich muss sowieso erstmal nochmal zurück. Und einmal speichern. Die Schild immer noch. Okay. Gegengift. Ach ja, genau. Gab es nicht sowas hier in dem Automaten? Gegenmittel. Ja, kaufen wir uns doch. Möchte ich haben. Sorry, Leute. Dadurch muss ich aber nochmal speichern. Sollte ich nämlich sterben, vergesse ich nämlich, dass ich das gekauft habe und dann ist zappenduster. So, muss ich jetzt einen runter gleich? Ach ja, ist ja noch nicht die Map, wa? Obwohl, warte. Ja, sehr schön, okay. Sicherheitsbüro und Lehrerzimmer. Ich muss ja erst ins Sicherheitsbüro. Ich stehe da. Ich gehe mal gleich ein runter, aber ich befürchte so. Was heißt ich befürchte? Wir müssen ja sowieso die Räume durchsuchen. Und irgendwas wird jetzt von oben kommen. Noch eine Münze. Nee, hier gehe ich raus. Es gab Berichte über eine Banshee auf der Mädchentoilette im zweiten Stock. Erst hielt man es für einen Scherz, bis Mrs. Kim, Klassenlehrerin der 3A, eine übernatürliche Sichtung berichtete. Ja, nein, ich habe mir schon gedacht, dass sowas ist. Nee. Widerwillig starteten die Schulbeamten eine formale Untersuchung, da die Schulressourcen und Regularien das Installieren von CCTV auf der Toilette der Mädchen nicht erlaubte, waren sie gezwungen, in Schichten auf der Toilette. Während der Untersuchung war es nicht gestattet, die Toiletten zu benutzen. Letztendlich wurde geschlussfolgert, dass es keine Banshee gab. Mrs. Kim war nicht überzeugt, akzeptierte aber das Resultat der Untersuchung und der Fall. Und der Fall. Ja, was war denn? War erledigt? Anscheinend war erledigt. Ich bin durstig, aber das Wasser sieht nicht sauber aus. Ja, das ist ja kein Problem. Ich weiß zwar nicht, was das Wasser bringt. Achtung, Oberstufenschüler, dieses Jahr ist vielleicht das Wichtigste in eurem Leben. Es beeinflusst euer SAT-Punktzahl, die Universität, auf die ihr geht, den Job, den ihr bekommt, das Geld, das ihr verdient, eure Lebensqualität sowie
Alles hängt an diesem Jahr. Lasst nicht nach. Ist es das, worauf ich mich in 2 Jahren gefasst machen muss? Ach so, ja, Moment, Leute. Fällt gerade mal ein. Wir gucken mal auf die Map. Dritter Stock. Dritter Stock. Dann muss ich, glaube ich, 2 nach unten. Ich muss definitiv 2 nach unten. Verschlossen. Verschlossen. Bora, eine Schülerin aus der 3F, wurde vor ein paar Tagen in Berater Mars Büro bestellt, weil sie von ihm höchstpersönlich beim Rauchen erwischt worden war. Seit diesem Tag ist sie verschwunden und es interessiert niemanden außer mich. Ich habe ihre Abwesenheit meinen Lehrer gemeldet, sogar Ma danach gefragt. Beide tun so, als wüssten sie nicht, wovon ich rede. Sie hat mir sogar geschrieben, während sie vor seinem Büro wartete. Falls jemand von euch Informationen über Bora hat, bitte helft mir. Die ganze Schule scheint es vertuschen zu wollen. Schlimmer noch, sie tun alle so, als hätte sie nie existiert. Kommt zu mir in der 3C, wenn ihr Bora kennt. Ji-Jung. Lieber Ji-Jung, es ist mir ein bisschen peinlich, dass du diesen Zettel hast. Anstatt ihn einfach abzureißen, sage ich lieber Folgendes. Ich habe niemals jemanden mit dem Namen Bora aus der 3F in mein Büro bestellt. Du kannst gerne... Lieber Ji-Jung, wie dir Mr. Ma schon mitgeteilt hat, gibt es keine Bora an meiner Klasse. Du kannst das Klassenbuch überprüfen, wenn du möchtest. Klassenlehrer. An alle, ich möchte nur klarstellen, dass in unserer Klasse keine Schülerin mit dem Namen Ji-Jung gibt oder gab. Mein Gott, was ist das denn? Was ist das? Sieht aus, als hätte sich hier etwas durchgegraben. Ein Tunnel. Ich frage mich, wohin er führt. Warte, nein, tue ich nicht. Ich sollte wahrscheinlich einen großen Bogen darum machen. Auf der anderen Seite könnte das mein Weg nach draußen sein. Ich habe nicht wirklich was zu verlieren. Na dann, ab geht die wilde Fahrt. What? Das will er jetzt nicht tun, oder? Ich kann nicht speichern. Okay, Moment. Bevor wir das hier machen, wir sind... Achso, da kommt gleich der Flur, ne? Da kommt nichts mehr. Okay, alles klar. Ja, dann gehen wir halt in den gruseligen, ekelhaften Tunnel und schauen einfach mal, was uns da erwartet. Erdkundelabor. Okay, ich bin im Erdkundelabor. Es ist eine Tegoji, eine koreanische Flagge. Sie ist so sauber, ohne ein Körnchen Schmutz. Der diensthabende Lehrer muss ein wahrer Patriot sein. Schulbücher über Geschichte. Ich weiß, dass die Geschichte Koreas erinnerungswürdig ist. Aber muss ich mir das wirklich alles einprägen, um einer guten Schule aufgenommen zu werden? Das ganze Zeug ist sowieso auf Koreapedia. Ja, danke. Aber das Ding ist... Gut, wir sind jetzt richtig... Gehe zum Nordgebäude. Aber irgendwie auch nicht.
Wie komme ich denn da jetzt hin? Mich macht das auch noch ein bisschen uschig, dass wir noch nicht das getroffen haben, was uns... Ah, ich habe nochmal Gegenmittel gekriegt. Das ist schön. Und noch eine Münze. Dass wir noch nicht das getroffen haben, was uns vergiften kann. Es gibt zahlreiche Bücher über Geografie und Weltgeschichte. Keine Ahnung, was die mir bringen sollen. Ich bin jetzt nicht so, als würde ich in nächster Zeit einen Trip aufs Festland planen. Okay. So, Moment. Ich muss jetzt erstmal überlegen. Die Tür kriege ich höchstwahrscheinlich ja nicht auf. Gedenkhalle. Und in der Gedenkhalle ist das... Okay, ich muss also nach links einmal, ne? Und da ist das Sicherheitsbüro. Und da komme ich dann auch ins Lehrerzimmer, ne? Okay, also bin ich schon... Also ist das schon richtig, wo ich hier bin? Ich... Ja. Ah, okay. Ich komme hier aber nicht durch. Doch, komme ich. Ach du Scheiße. Nein, ich komme hier nicht durch. Kacke, ich komme hier nicht durch. Dieser Ort ist ein Saustall. Könnte die Person, die das getan hat, auch für die Toten verantwortlich sein? Diese Tür führt zum Nordgebäude und natürlich ist sie verschlossen. Okay, ich muss einen hoch. Ich muss einen hoch, ne? Ins Lehrerzimmer. Okay. Gibt es hier Toiletten? Nein, hier gibt es keine Toiletten. Sehr geehrtes Personal, die Eltern stehen der Qualität des Unterrichts an der Schewa seit längerem kritisch gegenüber. Es flattern immer mehr Beschwerden ein. Als Schulleiter würde ich gerne neue Richtlinien festlegen, um die Schule ein, um unsere Klienten, aka unsere Schüler und Eltern, eine förderliche Umgebung zu ermöglichen. Erwarte ich ab jetzt wöchentlich Berichte, die vor dem Wochenende abzugeben sind? Bitte per Mail. Danke, Schulleiter Mott. Also haben Lehrer auch Hausaufgaben? Es ist verschlossen. Natürlich. Dort hängen zahlreiche Grafiken, Notizen und Pläne für jede Stufe und jedes Fach. Diese Tafel zeigt, wie viele Lehrer während der Examinar zu tun haben. Es tut mir leid, ich lese zwischendurch ein bisschen schneller, weil kein Rennen oder Verursachen von unnötigen Lernen im Lehrerzimmer, laufende Arbeiten von Vizedirektor Jin. Weil das Ding ist... Okay. Ich höre sie. Ich höre sie. Safe. Safe, safe, safen. Ja, ich möchte so safen. Ich möchte mich verstecken. Ich möchte nie wieder rauskommen. Ja! Verrammelt voll, ich komme nicht hinein. Kacke. Okay, kein Rennen. Ja, okay, kein Rennen. Wir rennen nicht. Auch verschlossen. Okay, wo bin ich jetzt? Ah. Okay, Moment. Gott. Überforderung. Hilfe. Dieser Ort ist ein Saustall. Achso, ja. Okay. Wow. Okay, Leute. Huhuhu. Ja. Ups. Gehe ich hier ganz elanmäßig rein. So, ich glaube, ich bin gerade safe, oder? Tagebuch des Sicherheitsbeamten. Shiva ist alt, deswegen ist die Wartung teuer. Die Gebäude sehen allerdings nicht schlecht aus. Die Außenseiter haben ein neues... Die Außen...
Entschuldigung. Die Außenseiten haben ein neues Design. Wäre es aber nicht besser, die alten abzureißen und von komplett neu zu beginnen? Ich verstehe die Faszination der Shiva-Stiftung nicht, diese alten Gebäude zu erhalten. Naja, ich würde behaupten, Geld sparen, wa? Ups. Ein geheimer Befehl. Zerstöre diese Nachricht, sobald du sie gelesen hast. Wenn ich dir das Signal gebe, deaktivierst du die CCTVs im Erdgeschoss und leerst den Bereich. Mir ist egal wie. Ich habe etwas mit der Schulkrankenschwester zu klären. Tu nichts Voreiliges und erinnere dich daran, wer dich und deine Familie mit Geld versorgt. Oh Leute, seht ihr, was ich sehe? Seht ihr, was ich sehe? Ein Baseballschläger. Warum können wir keinen Baseballschläger nehmen? Ich lege mal die Taschenlampe weg. Nein, natürlich. Wir können keinen Baseballschläger nehmen. Ich wäre wirklich sehr froh, wenn ich mich mal wehren könnte, aber nein. So, Schlüsselkarte des Mitarbeiters. Ich habe eine Mitarbeiterschlüsselkarte gefunden. Damit bekomme ich Zugang zu den meisten Räumen, die nur für Personal zugänglich sind. Aber es ist nicht der Eingangsschlüssel, den ich gesucht habe. Okay. Eine Wasserflasche. Kann ich speichern? Kann ich die so ineinander stacken? Nee, kann ich nicht. Ich benutze das einfach mal zwischendurch. Ich weiß zwar nicht, was das Wasser bringt. Okay. Ich muss einen nach oben. Oh nein. Oh. Ist jemand hier? Wieso sagt er das? Wieso sagt er das? Ganz ehrlich, Leute, wieso sagt er das? Verdammt, da bist du. Warum rennt der Arsch nicht? Nein, verschlossen. Schlechte Idee. Es tut mir leid. Verschlossen. Ich weiß nicht mehr, wo ich mich verstecken konnte. Oh, ich werde so hart sterben. Okay, ich komme hier nicht durch. Okay, und jetzt bin ich tot. Fuck. Oh Gott. Ja. Darum sage ich ja, ich hätte gerne gespeichert. Es war so klar, dass sie jetzt in dem Moment kommt. Beratungsbüro. Okay, das ist das Beratungsbüro. Wo bin ich denn jetzt? Oh. Okay. Nee, das wollte ich nicht. Ich möchte hier raus. Braucht einen speziellen Schlüssel. Ich möchte so hart speichern, Leute. Wo war das nochmal mit dem Speichern? Wo war denn jetzt dieser Ort? Ich muss einmal nach unten, ne? Meine Freundin Huyin bekommt ständig Anrufe von unbekannten Nummern. Als wir uns auf dem Café trafen, bekam sie wieder so einen seltsamen Anruf. Huyin rastete aus und ich war schön angepisst. Ich nahm das Handy, um denjenigen meine Meinung zu sagen. Doch sobald ich abnahm, begann mir die Meinung zu sagen: Ruf hier nicht nochmal an, lass sie in Ruhe. Wenn mir noch einmal zu Ohren kommt, dass du
Ihr Ärger bereitest, werde ich dich finden und dein Gesicht neu arrangieren. Hast du das verstanden? Hau ab. Nach diesem unerwarteten Ausbruch legt er auf. Ich meine, was zur Hölle? Yuumi. Unnötig zu betonen, dass wir beide ganz schön perplex waren. Ich versuchte zurückzurufen, aber ich erhielt eine Nachricht mit dem Inhalt, dass die Nummer nicht existieren würde. Das ist doch nicht möglich, oder? Das ist verrückt. Ich glaube Juni, wenn sie sagt, dass sie nichts darüber weiß. Sie hat richtig gezittert und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht bloß ein dummer Scherz war. Wer auch immer angerufen hat, bitte hör auf damit. Kein Scherzanruf? Seltsame Geschichte. Ich gehe ins Männerklo. Ich möchte speichern. Was zur? Fragst du dich echt noch, was hier abgeht? Da stand eben safe. Ich hatte die Hoffnung. So, Moment, ich muss jetzt erstmal gucken. Oh Mist, wie kam ich denn da runter? Jetzt so unter den Stress gewesen. Oh, verdammt. Okay, ich bin jetzt im Biologieraum. Aber das bringt mir nichts, weil ich brauche erstmal sowieso. Und hier kann ich nicht speichern, verdammt. Gegenmittel, schon wieder. Eine Münze. Dieses Game hasst mich. Die Fenster sind unzerbrechlich. Es ist, als hätte die Schule auf einmal überall Panzerglas verbaut. Habt ihr gesehen, dass die biologische Puppe sich gerade bewegt hat? Oder habe ich jetzt schon Halluzinationen? Das sieht gefährlich aus. Alles ist auf Koreanisch. Aber ich kenne. Das ist. Ach, das ist dieses komische Viech. Ich kenne diese Worte nicht. Ich glaube, ich warte mal kurz. Ich glaube, dieses Vieh tut mir was. Das ist eine Art geronnene, blutige Substanz im Inneren dieser Schale. Nichts, was ich gebrauchen könnte. All diese Ampullen und Fläschchen. Wo ist Captain Americas Supersoldatenserum, wenn man es mal braucht? Wo sind mal hier Leute, die Mumm haben und nicht hier alleine ein durch die Schule laufen lassen. Das ist eine Art Ge ja, okay. Das Gewehr. Kann ich speichern? Bitte. Ich habe einen Verband gefunden. Okay. Ja. Okay, war hier noch was? Nein. Okay, speichern. Beschreiben. Ja. So, ich gucke jetzt mal. So, Moment, ich gucke nochmal einmal. Okay, medizinisches Zentrum wäre in der nächsten. Aber ich muss nochmal nach oben. Ich muss nochmal, glaube ich, nach oben. Weil ich war ja eben im Sicherheitsbüro, beziehungsweise ich kam da ja eben nicht durch, oder? Naja, aber ich würde sagen, ich beende hier diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und in der nächsten Folge geht es dann weiter und dann schaue ich mal, dass ich nochmal ins Sicherheitsbüro komme. Vielleicht gehe ich vorher nochmal ins medizinische Zentrum. Wie gesagt, ich bin ganz froh, dass ich das Vieh nicht gesehen habe bis jetzt, was mich vergiften kann. Und wie gesagt, ich beende hier diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, macht's gut, Leute. Tschüss.